Ja, wir sitzen jetzt hier im Bühnenbild von Sweet Charity. Morgen Abend ist Premiere, mal wieder ein ganz großes Musical am Landestheater Niederbayern. Das ist ja dein Herzblut, das Musical. Ja, Basil Coleman und ich haben viele Herzblute entdeckt im Laufe der Jahre, die wir dieses Institut leiten. Gott sei Dank, weil ich glaube deswegen, also uns ist jedenfalls nie langweilig geworden, weil wir immer was Neues fanden, wo wir uns begeistert reingewühlt haben. Musicals haben wir früh angefangen, immer verfolgt und dann aber ganz besonders nach unserem Umzug hier ins Theaterzelt gesehen. Das ist halt ein Genre, das hier so richtig gut funktioniert. Und wir haben ja immer versucht, dem Theaterzelt zu geben, was das Theaterzelt ist und wirklich in jeder Hinsicht das Bestmögliche daraus zu machen. Und da war eben neben der Eroberung des Repertoires von Richard Wagner, ist halt Musical nach wie vor ganz toll hier drin. Mhm. Und Sweet Charity liegt dir ja besonders am Herzen. Was man ja eigentlich erstmal, es ist ein tolles Musical, es ist ein toller Film. Es kommt erstmal sehr amerikanisch daher, aber es hat ja eine Vorgeschichte, die in Italien zu finden ist. Ja, richtig. Also als Musical selbst, ich war immer großer, seit Kleinkinderzeit ein ganz großer Musical-Fan. Tatsächlich in der Phase lag es für mich so komisch zwischen den verschiedenen Musical-Ären, also die 30er, die 40er, 50er Jahre. Und dann beginnt ja ab den späten 60ern, 70ern beginnen ja modernere, die wir die meisten bis heute oder viele davon bis heute spielen. Sweet Charity ist so ein Bindeglied. Mhm. Es kommt ja ganz tief aus der US-amerikanischen Musical- und Theatergeschichte und klingt aber eben auch schon an vielen Stellen moderner, als es die so jetzt Singing in the Rain täte oder My Fair Lady. Deswegen und wegen der doch sehr ungewöhnlichen Handlung konnte ich als Kind damit so viel nicht anfangen. Ich habe es gemocht immer, aber es war nie ganz auf meiner Top 10 Lieblingsliste. Meine wahre Begeisterung für genau das Stück entstand durch die Entdeckung des wundervollen Filmes Die Nächte der Cabiria von Federico Fellini, der dem Stück ja zugrunde liegt. Ja, das war mir nicht bewusst als Kind, aber als ich dann Fellini entdeckte, der im Jahr nach La Strada zusammen mit seiner Frau Giulietta Massina dieses fantastische Werk schuf, Die Nächte der Cabiria, und dafür zum zweiten Mal in Folge den Auslands-Oscar für besten fremdsprachigen Film gewann. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Das Ende ist vielleicht mein Lieblingsfilmende aller Filmenden der ganzen Filmgeschichte überhaupt. Also schickt mich auf eine einsame Insel. Aber welche letzte halbe Stunde willst du dir mitnehmen? Wahrscheinlich ist es Die Nächte der Cabiria. Und so, als mir dann klar wurde, dass Sweet Charity nichts ist als die Musical-Version von diesem fantastischen Film von Fellini, entdeckte ich auch meine Liebe dazu wieder und habe seit Jahrzehnten eigentlich den Wunsch, Sweet Charity zu machen und dabei so gut es eben geht, ein bisschen zu refellinisieren, also so viel italienisches Original mitzuspielen, wie das Stück eben erlaubt. Du hast schon gesagt, dass das Stück ja zwischen diesen beiden großen Äras des Broadway-Musicals liegt. Wir haben jetzt hier richtig Popmusik sozusagen schon in großen Tanzszenen. Das ist ja auch das erste Mal für uns, dass wir richtig ein Ballett auf der Bühne haben in Musicals. Sonst hatten wir Tänzer, die getanzt haben und auch noch Rollen gespielt haben. Und jetzt haben wir auf einmal richtig eine Tanztruppe dabei. Und dann ist aber auch sehr viel noch, was in die 50er Jahre reinreicht, in die klassischen Musicals. Und aber es ist ja, wie du sagst, es ist einerseits eine Mischung aus Italien und Amerika, aber ja auch in Amerika mit diesen drei Leuten, die das zusammen gemacht haben, mit einem Bob Fosse, der das Ganze ja, der den Film gesehen hat, den Fellini-Film gesehen hat und gesagt hat, für meine erste eigene Produktion will ich das machen, dieser großartige Choreograf, der jetzt auch Regie machen will und ja dann ein Superstar geworden ist, ein eigenes Tanzgenre sozusagen mit begründet hat, der dann an seinem eigenen Buchentwurf gescheitert ist und dann natürlich den Besten holt, den man haben kann, nämlich Neil Simon, den großartigen Boulevardautor, und sagt, mach mir das Buch fertig. Und dann Cy Coleman holt, der bei uns ja gar nicht so bekannt ist, aber der ja unheimlich weit gefächert ist in dem, was er schreibt und wie so ein Schwamm alles Mögliche aufsaugt und einen ganz eigenen Sound findet für dieses Musical. Das ist ja eigentlich wie so ein riesiger Silvesterknaller.
Ist so. Es ist also, wie du ja gerade ausführst, das ist eine Geschichte großartiger Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, beginnend mit Fellini und seinen Co-Autoren. Irgendwo im Vorspann steht auch Pasolini als Mitarbeit am Drehbuch, also auch der ist beteiligt. Jetzt kommt ein Bob Fosse, der sagt, ich liebe diesen italienischen Kunstfilm, lass uns ein Musical draus machen. Und jetzt allein mir sich vorzustellen, dass da heute einer mit so einer Idee losgeht und Broadway-Investoren findet und auftut, also eine unglaubliche Ambition und künstlerischer Anspruch. Und dann eben die Art und Weise, wie beides funktioniert, also wie Neil Simon das Fellini-Drehbuch nimmt und natürlich ändert sich der Geschmack auf dem Weg von Rom nach New York und von den späten 50ern in so biederere amerikanische 60er ein bisschen. Also das Milieu ist bei Fellini deutlich härter. Da reden wir ja echt von italienischer Straßenprostitution in Rom der 50er Jahre. Es hat was von Neorealismo schon fast, was Fellini da schildert. Das ist ein sehr niedriges Milieu. Bei Neil Simon wird es etwas höher. Die ist nicht mehr offiziell Prostituierte, sondern Taxi-Girl. Also tanzt gegen eine Gebühr mit fremden Männern in einem Club. Und bei dieser Transformation kommt jetzt Neil Simon, also kommen sie eigentlich beide. Neil Simon macht großartige Dialoge, die sich wie von selbst spielen. So gut sind die geschrieben. Also ganz fantastisches Feuerwerk der Pointen und Verschlingungen. Und Bob Fosse hat halt diesen großen, wirklich eigentlich Genre verändernd, dass er, was Filmpoesie bei Fellini war, in vielen tollen Kameraeinstellungen und eben auch dialogfreien Szenen und so Episoden, das ist ja die Geschichte ist da wie da ja keine lineare, es geht von da nach da Handlung, sondern es sind ja Episoden, die Abenteuer von Da Cabiria, dort Charity. Und wie die zum Teil übersetzt werden, bei Bob Fosse nicht, also wie die Filmpoesie verwandelt wird in Ballett, in Tanz und in das Kreieren dieses eben sprichwörtlichen Fosse-Style, womit er wirklich den Tanz bis heute prägt. Also Fosse ist, Michael Jackson ist der größte Imitator von Bob Fosse und letztlich ist Fosse der Vater allen Hip-Hop. Ja, ja. Alles, naja, auch Madonna mit Voguing und all sowas, ist alles, beruht alles auf Bob Fosse. Absolut. Das ist halt unglaublich großartige Persönlichkeiten, die aus ihrer Vergangenheit schöpfen und bis heute hinaus weisen. Und das ist halt wie in einem Kaleidoskop zusammengekommen da. Du hast jetzt eben gerade gesagt, dass sich das Milieu ändert, weil natürlich in Amerika man nicht auf eine Broadway-Bühne eine Straßennutte stellen konnte. Dafür gab es dann doch kein Geld, für Neorealismus vielleicht schon, aber dafür nicht. Du hast in der Matinee was sehr Schönes gesagt, dass es, also es geht ja um diese Frau, um diese, in Italien die Straßenprostituierte, hier das Taxi-Girl, die immer der Liebe hinterherläuft und den großen Traum träumt. Ich will die große Liebe, ich will die Familie, ich will aus diesem Sumpf raus, ich will ein glückliches Leben, ich habe es verdient, glücklich zu sein. Und die immer wieder enttäuscht wird und immer wieder enttäuscht wird. Und die aber die Hoffnung nicht aufgibt. Und egal wie beschissen es ihr geht, sie trotzdem noch irgendwie immer einen Glimmer Hoffnung weiter hat und weitergeht und weitergeht. Und dass du meintest, dass das gerade, auch wenn das Milieu abgeschwächt ist im Amerikanischen, dass es halt nicht auf dieser ganz unteren Ebene stattfindet, dass es eigentlich fast noch tragischer ist für sie. Weil es halt tief eben auch in die gesellschaftlichen Ebenen hineingreift, im Musical. Also die Geschichte ist ja genau die, das ist ganz perfekt geschildert. Die Frau ist niedrigstes soziales Milieu, da wie da, und erlebt eine schreckliche Sache nach der anderen und verliert ihr Lächeln nicht. Immer kriegt sie eins in den Magen, aber ihr Glauben an die Möglichkeit, glücklich zu sein, an das Gute in den Menschen, der Glaube daran, geliebt werden zu können, ist einfach, egal wie hart ihr Ton im Alltag ist, sein muss in dem Milieu, wo sie rumläuft, einfach nicht zu stoppen. Und bei Fellini wird nun dieses Milieu niemals verlassen, weil der Mann, auf den sie am Schluss reinfällt, ja ein Heiratsschwindler ist, der sie nur deswegen schöne Augen macht und sie animiert, ihn zu heiraten, damit sie ihr Haus verkauft und er ihr Geld stehlen kann. Das ist also, letztlich ist es Arm gegen Arm, ist das unterstes Milieu gegen unterstes Milieu.
Eine Berührung mit höheren Schichten haben wir schon bei Fellini eigentlich nur in der Episode mit dem Filmstar, wo sie plötzlich auf der Straße vom Filmstar aufgelesen wird und für die Nacht in seinen Schlafzimmer-Garderobenschrank gesperrt wird, weil seine Verlobte wieder auftaucht. Ansonsten ist es ja, machen die das ja alle unter sich aus. Jetzt ist in der amerikanischen Version ist dieses Streben danach, lasst mich hier raus, lasst mich aus einer unteren Schicht in eine normale, bürgerlichere, anerkanntere, gesetztere, sicherere, glücklichere Schicht aufsteigen. Genau dadurch, dass der Mann einfach nicht mitmacht, weil er nicht erträgt, dass Charity keine poetische Jungfrau mehr ist, ist natürlich noch brutaler. Also dieser Ausschlussmechanismus von du kommst hier nicht raus, weil wir dich, wie du bist, nicht akzeptieren können, ist natürlich von unglaublicher Grausamkeit. Ihr Lächeln am Schluss bleibt das Gleiche. Ja. Das ist ja jetzt für unser Haus eine Riesenproduktion. Du hast wieder dein vertrautes Team um dich. Du hast Basil Coleman im Graben und Charles Cusick Smith und Philip Ronald Daniels, die Ausstattung gemacht haben, und Sunny Prasch wieder als Choreografin. Diesmal zum ersten Mal in einer großen Produktion, ne? Zum ersten Mal, dass wir sie mit einem so großen Tanzensemble erleben. Also das wurde immer mehr. Und es ist ja auch wieder so, das, was wir ja auch seit Jahren machen, dass wir sagen, wir besetzen aus unserem Haus raus, weil wir einfach das beste Ensemble überhaupt haben, die einfach alles können und auch Musical können. Das heißt also, wir können alle großen Rollen aus unserem Ensemble heraus besetzen, müssen keine Gaststars engagieren. Ja, das ist ja auch, was wir über die, du eingangs fragtest, unsere Leidenschaft für Musical gerade hier im Theaterzelt und eben in der Schauspielabteilung, die hat ja letztlich philosophischen Hintergrund, dass wir nicht, man könnte das gleiche Ding auch im Musiktheater produzieren, eben mit Opernsängern und zwar dann größerem Orchester und oder auch Chöre. Je nachdem, wie das Stück fällt, machen wir es ja hier oder da. Aber wir haben eben auch eine sehr, sehr große Freude daran, es mit richtigen, echten, geborenen Schauspielern zu machen. Weil Musicals sind eben, die sind Gesang, Tanz und Spiel. Ja. Aber wenn der Spielteil natürlich diese Qualität erhält, dann... Und ich finde es gerade hier besonders wichtig, dass der Schauspielteil wirklich auch eine ganz, ganz hohe Qualität hat. Richtig. Also wir wollen uns jetzt hier nicht so richtig... auch Opernsänger können häufig sehr toll Dialoge spielen, aber diese in der Qualität ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und das macht viele unserer Musicals, gibt es diese andere Note, die sie so ein bisschen über das gemeine Stadttheater von denen unterscheidet, sagen wir so. Ich will es gar nicht werten, aber es ist halt so ein eigener, ganz ehrlicher, schauspielerisch direkter Zugriff auf Dinge, die woanders, wenn man vermehrt Menschen nimmt, die nur Musical trainiert sind, die haben häufig eine andere Spielweise, die dann auch ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen, schon auch kann alles sehr großartig sein, aber es kommt halt ein anderer Geschmack dabei raus. So. Worauf freust du dich jetzt morgen am meisten? Darauf, dass alles super funktioniert und dann ein Vorhang sich über einer lächelnden Charity schließt und dann die Menschen ganz toll klatschen. Dann hoffen wir, dass es so sein wird. Toi, toi, toi für die Premiere. Toi, toi, toi. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Dana.